Verantwortlich für die nachfolgende Sendung ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland, Telefon 0178 8172114. Herzlich willkommen zu Radio TV IBS Liberty. Mein Name ist Andreas Klamm. Heute mit einem Hinweis in eigener Sache. Heute ist Sonntag, der 17. April 2011. Mir geht es noch sehr bescheiden und dennoch habe ich auch Grund zur Danksagung. Mir ist vor 4 Tagen etwas, es ist ein Hinweis in eigener Sache, schon etwas Peinliches geschehen und auch widerfahren. Ein kleiner Unfall mit einer entsprechenden Unfallverletzung. Die Schmerzen sind noch da. Ich hoffe, die Wunde heilt. Ich hoffe es zumindest. Meine Situation ist, das wissen sehr viele, das wissen auch unsere Zuhörer vom Verfassungsschutz und der Polizei und den deutschen Behörden, als freiberuflich tätiger Journalist, Buchautor, Schriftsteller und Herausgeber eine besondere Situation, auch als Rundfunkjournalist, der unter anderem in Deutschland, in Großbritannien und in Frankreich tätig ist und ja auch insgesamt 9 Bücher veröffentlicht hat. Einige wissen und einige werfen mir es auch vor, dass ich ja 2006 ja mehr oder weniger aufgrund der unsozialen Regelungen von Hartz IV mehr oder weniger aus sozialen Gründen auch aus Deutschland geflüchtet bin, weil ich einfach keine Chance sehe hier in Deutschland für behinderte Menschen und das trifft auf mich zu. Eine Behinderung liegt ja vor seit dem Jahr 1998 und die Gleichstellung mit schwerbehinderten Menschen seit dem Jahr 2000 und ich habe in Deutschland sehr viel Negatives erlebt und daher ist mir natürlich auch aus Erfahrung bekannt, dass freiberuflich tätige Journalisten, Autoren und Herausgeber, wenn diese dann auch noch chronisch krank sind in der Folge einer Hepatitis C-Infektion von Asthma bronchiale und in der Folge von 3 Unfällen in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt natürlich keine Chance haben. Und so waren es natürlich zugegebenerweise, und das, daraus mache ich kein Staatsgeheimnis, das wissen auch die Damen und Herren des Verfassungsschutzes und der Polizei, mit denen durfte ich mich ja auch schon des Öfteren mal persönlich unterhalten. Ja, mehr oder weniger stimmt dann auch der Vorwurf, dass ich mehr oder weniger auch aus sozialen Gründen, finanziellen Gründen Deutschland verlassen habe. Die Situation ist in außerdeutschen Ländern nicht viel einfacher in Europa als in Deutschland. Es gibt in Großbritannien kein Hartz IV, auch in Frankreich gibt es kein Hartz IV. Dafür gibt es dann eben normalerweise dann kaum eine finanzielle oder soziale Unterstützung. Die gibt es überwiegend nur für Menschen, die eben britische, französische Staatsbürger sind. Das trifft auf mich nicht zu. Ich bin französisch-deutscher Staatsbürger, habe aber einen deutschen Reisepass und einen deutschen Pass. Französisch-deutsch deshalb, weil mein Großvater Hedi Sabaoth französischer Offizier war 1945 und französischer Staatsbürger ist. Allerdings wird er seit 1945 vermisst und trotz aller Hilfeanfragen auch bei der Polizei und daher die Kontakte, konnte mein Großvater nach 25-jähriger Suche immer noch nicht gefunden werden. Vor 4 Tagen hatte ich einen Unfall und das heißt, ich bin als freiberuflich tätiger Journalist dann privater Patient, weil es gibt nur die 2 Möglichkeiten, man gewinnt im Lotto, man hat viele finanzielle Unterstützer, das trifft leider nicht zu. Oder man hat andere finanzielle Segnungen, das trifft leider auch nicht zu. Und so bin ich privater Patient, das heißt, jedes Mal, wenn ich zu einem Arzt gehe oder ins Krankenhaus muss, dann brauche ich dafür erstmal Geld, um Rechnungen, Arztrechnungen, Krankenhausrechnungen bezahlen zu können. Die Einkünfte aus meiner freiberuflichen Tätigkeit als Journalist sind so gering, dass ich zurzeit weder Arzt noch ein Krankenhaus bezahlen kann. Und so bin ich dann auch, wenn ein Unfall geschieht, ganz alleine ja, auf Hilfe gestellt von ganz oben. Ich glaube ja an einen Gott, den Herrn, an einen
Gott, der alle Dinge geschaffen hat, so ist, wie es ja auch im Alten Testament bereits geschrieben steht, in den 10 Geboten wird ja das Zeugnis gegeben, dass Gott alle Dinge im Himmel, im Meer und eben auf der Erde geschaffen hat. Und so hoffe ich natürlich dann auf eine, wenn Sie so wollen, übernatürliche Heilung, auch wenn ich kein Geld habe, um in ein Krankenhaus zu gehen oder zum Arzt zu gehen. An dieser Stelle möchte ich ganz besonders herzlichst danken den Menschen für die guten Wünsche und für die guten Wünsche der Besserung, für eine gute Besserung, die brauche ich auch. Ich hoffe, die Schmerzen werden auch noch etwas nachlassen. Ich hoffe, auch die Entzündung wird noch etwas nachlassen. Einige unserer Zuhörer wissen ja auch, dass ich im sekundären Zweitberuf seit 1993 staatlich geprüfter Gesundheits- und Krankenpfleger bin. Meine Fachbereiche waren innere Notaufnahme oder sind es immer noch innere Notaufnahme, Chirurgie, innere Medizin, ambulante Krankenpflege, Herztalk, Gefäßchirurgie und Intensivmedizin. Der Unfall hat sich an einer Stelle ereignet, es war schon ziemlich peinlich, wie es dazu gekommen ist, der leider nicht zu meinem Fachgebiet zählt. Das macht mich auch ein Stück weit hilflos. Man ist dann natürlich auch besorgt. Mir ging es sehr schlecht nach dem Unfallgeschehen. Es hat richtig gekracht auch. Es ist auch etwas angebrochen. Und naja, ich hoffe, dass es heilt. Mir ging es also am Tag, den Unfall, als sich der Unfall ereignete, es war kurz vor 16 Uhr richtig schlecht. Also mir ist richtig schlecht geworden. Und mir geht es auch jetzt noch bescheiden, im wahrsten Sinne des Wortes sehr bescheiden, noch nicht besonders gut. Also wenn ich jetzt zum Arzt dürfte und gehen könnte, ich meine jetzt zu einem menschlichen Arzt, nicht gleich zu Gott, dem Herrn, als dem Arzt der Ärzte, wenn Sie so wollen, aber wenn ich zu einem menschlichen Doktor in Deutschland dürfte, dann würde ich ihm schon sagen, es geht mir schlecht und würde ihm die Wunde auch zeigen und er würde dann wahrscheinlich auch sagen, naja, das gibt jetzt mal einen Krankenhausaufenthalt. Das weiß ich natürlich als Gesundheits- und Krankenpfleger auch, doch ohne Geld und ohne Möglichkeit, Arztrechnungen oder Krankenhausrechnungen bezahlen zu können, versuche ich natürlich aus verständlichen Gründen, einen Krankenhausaufenthalt zu vermeiden, denn ja, woher soll das Geld kommen? Wie soll ich die Arztrechnung und die Krankenhausrechnung bezahlen? Das ist halt eben nicht möglich ohne eine Krankenversicherung in Deutschland. Man sollte dazu wissen, dass ich aus beruflichen Gründen und aus privaten Gründen, immerhin lebt ja meine Mutter in Deutschland und meine Schwestern und auch noch weitere Familienangehörige und natürlich habe ich auch das Recht als französisch-deutscher Bürger, meine Mutter, meine Familie, meine Schwestern zu besuchen. Und Sie wissen, Unfälle, die kommen meistens zu ungewöhnlichen Zeiten. Die fragen nicht, ob Feiertag ist. Die fragen auch nicht, ob man gerade Geld hat. Und in der Regel fragen die auch nicht, ob man sich gerade auf Reise befindet. Und damit die Sache natürlich, die insgesamte Situation, die Gesamtsituation noch viel, viel schwieriger wird, als wenn man jetzt beispielsweise in London ist und da wenigstens zum Arzt kann, der mich gut kennt und der natürlich auch weiß, dass es finanziell schlecht aussieht. Ich denke, Journalisten, Autoren und Schriftsteller, und das mache ich jetzt immerhin schon seit 1984, seit mehr als 25 Jahren, die werden in Deutschland in der Regel nicht reich, sofern sie nicht für die Bild-Zeitung arbeiten, für das ZDF, für ARD oder für den Spiegel. Wenn sie den Spiegel lesen, ARD und ZDF gucken und vielleicht auch mal die Bild-Zeitung gelesen haben, viele machen das ja immerhin bis zu 50 Millionen Menschen pro Tag, da wissen Sie, dass meine Artikel leider nicht in der Bild-Zeitung erscheinen und meine Radio- und Fernsehsendung leider auch immer noch nicht, obwohl ich ja hart dran arbeite seit 25 Jahren, auch nicht bei ARD und ZDF gesendet werden. Das ist zwar ein Fehler meiner Überzeugung nach. Natürlich sollten meine Sendungen, Radio- und Fernsehsendungen auch bei ARD und ZDF zu hören sein und natürlich auch zu sehen sein. Ich mache ja auch Fernsehen. Und natürlich sollten auch meine Bücher und Artikel in der Bild-Zeitung vorgestellt werden. Und dafür sollte ich dann auch ein gutes Honorar erhalten und dann müsste ich solche Fernsehsendungen und Radiosendungen wie heute auch nicht produzieren. Jetzt bleibt mir halt eben nur kurz die Information an besorgte Hörer und natürlich auch an Leser und Leserinnen und einen Bekannten- und Freundeskreis mitzuteilen,
Ja, es gab diesen Unfall am 13. April, richtig peinlich, eine ziemlich doch, ja, eine größere Wunde. Aber immerhin, es ist etwas besser geworden. Mir geht das bescheiden, die Schmerzen, naja, sie sind erträglich. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer und ich hoffe, es gibt keine schlimmere Entzündung. Das ist das große Problem. Wunder zaubern, das kann ich leider nicht. Wäre manchmal ganz gut, geht aber nicht. Insofern bleibt nur die Hoffnung darauf, dass es heilt und die Schmerzen nachlassen und es irgendwie gelingt, eben Kosten zu vermeiden, soweit wie es geht. Darauf hoffe ich und natürlich hoffe ich auf Heilung und ich bin auch sehr dankbar, dass das jetzt zumindest die Schmerzen nachgelassen haben. Das ist immerhin etwas. Einige wissen, dass ich aufgrund von drei Unfällen und der chronischen Hepatitis C-Infektion, Asthma bronchiale und auch aufgrund eines Verdachtes, der immer noch nicht ausgeschlossen werden konnte, einer schweren chronischen Erkrankung, einer weiteren schweren chronischen Erkrankung, auch entsprechende Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen getroffen habe, beispielsweise Vollmachten erteilt habe, ein Testament gefertigt und geschrieben habe und auch unterschrieben habe und auch ein psychiatrisches Testament geschrieben, gefertigt und unterzeichnet habe und einige Notfallverfügungen. Vorsorglich, gerade als chronisch kranker Mensch braucht man die öfters mal geschrieben und auch unterschrieben und auch bei Bekannten und Freunden hinterlegt habe. Und es hat sich an meinen Wünschen und an meinen besonderen Bedürfnissen auch nichts geändert. Meine Wünsche bleiben weiterhin bestehen, wie diese in den Testamenten, psychiatrisches Testament, Notfallverfügungen und Bevollmächtigungen auch erteilt sind und unterschrieben sind. Das so ein Hinweis am Rande, damit jetzt die Freunde, die zuhören, ihr wisst, wer gemeint ist, verstehen, es hat sich nichts geändert. Die Notlage besteht weiterhin. Die Wünsche bestehen und das gute Problem oder das weniger gute Problem der finanziellen Mittellosigkeit erlaubt halt eben nicht so tätig zu werden, wie ich das gerne möchte. Das wollte ich Ihnen kurz mitteilen, verbunden mit dem Dank für gute Genesungswünsche, die brauche ich auch noch. Ich bitte um Verständnis, dass ich die Artikelaussendung, das Schreiben von Artikeln, das Veröffentlichen von Artikeln und Radio- und Fernsehsendungen alles etwas verzögert. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm. Mehr Informationen zu Radio TV IBS Liberty finden Sie bei www.ibstelevision.org.